Neues Intro, los! Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jackson Talks. Ich begrüße euch, jetzt sind die schriftlichen Prüfungen vorbei. Das war der Grund, warum ich jetzt erstmal die letzten zwei Wochen nichts hochgeladen habe. Aber jetzt werde ich wieder voll und ganz Brickfilme drehen. Nebenher noch ein bisschen für mündliche Prüfungen lernen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, wie ihr zuerst gesehen habt, gibt es ein neues Intro. Das alte war mir auf Dauer so ein bisschen zäh und zu lang, hat mir nicht mehr gefallen. Also habe ich ein neues gedreht. Naja, gedreht, was heißt gedreht, eher geschnitten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches euch jetzt besser gefallen hat, das neue oder das alte, was euch besser gefallen hat, bla bla bla. Wenn ihr alles, was ihr lustig seid oder so. Ansonsten bleibt mir halt noch zu sagen, dass ich natürlich auch schon ein paar Sachen vor der Prüfung schon angefangen habe an Projekten. Muss ich halt noch weitere Bilder machen, schneiden und sowas. Macht sich alles nicht von alleine. Dann muss ich, wenn ich damit fertig bin, nochmal den Effekte-Typen anfragen. Also hier nochmal links, Skullduggery Pleasant macht mir die Effekte. Macht echt korrekte Beats, aber auch Intros und eben Visual Effects, wie es so schön heißt. Finde ich echt korrekt von ihm, dass er das für mich macht und sie sehen auch richtig geil aus, wie ihr in meinen Videos sehen konntet. Und ja, wenn das alles gemacht wird oder fertig ist, dann habe ich auch wieder Brickfilme zum Hochladen. Wird so in den nächsten paar Wochen wahrscheinlich der Fall sein, kann ich ja auch nicht einfach so aus meinem Zylinder zaubern. Obwohl, ich kann es ja mal versuchen. Hallo? Hallo? Nicht zu finden, tut mir leid. Ansonsten bleibt mir jetzt noch den Leuten zu danken, die mir unter dem ersten Versuch eines Kanaltrailers so tolles Feedback geleistet haben. Dank eurer Anregungen konnte ich da jetzt schon einiges verbessern am Trailer. Ist noch nicht optimal, aber da arbeite ich auch noch dran. Für alle, die den Trailer noch nicht gesehen haben, ihr könnt hier nochmal klicken, da ist er dann irgendwo. Ansonsten könnt ihr auch weiteres Feedback geben, falls euch noch irgendwas auffällt. Ich freue mich immer über Feedback, weil das hilft mir, mich wirklich zu verbessern. Also, das war's dann auch schon wieder von meiner Seite. War nur ein kurzes Update hier heute. Und in nächster Zeit werden dann weitere coole Videos kommen. Ich hoffe natürlich, dass ihr sie cool findet, weil, naja, wenn nicht, zwingt euch ja niemand sie anzusehen, nicht wahr? Wenn euch das Video gefallen hat jetzt, auch wenn es nur eigentlich kurze Information war, gebt einen Daumen nach oben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Wenn ihr Daumen nach unten oder Daumen nach oben gebt, könnt ihr auch gleich in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat, weil es hilft mir nichts wirklich, wenn da nur Daumen zu sehen sind, weil ich dann immer noch nicht weiß, was euch genau gefällt oder was euch genau nicht gefällt. Und wenn ihr mir das mitteilt, kann ich das dementsprechend auch umsetzen. Dann wünsche ich euch noch schöne Woche, schönen Tag, was weiß ich was, wann ihr das Video auch immer guckt und was ihr noch vorhabt. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.